Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VW Audi TV. Bei uns dreht sich heute alles um das neue Flaggschiff von Audi. Auf dem Pariser Autosalon wird der neue A8 erstmalig präsentiert. Wir zeigen Ihnen schon heute, was der Luxus-Audi zu bieten hat und wie die Marke mit dem A8 eine Geschichte fortschreibt, in der eine Eigenschaft Tradition hat: Sportlichkeit. Heute, da nicht nur zählt, was man sich leisten kann. Heute, da wir vieles besser wissen. Heute, da die Visionen der Vergangenheit immer noch revolutionär erscheinen. Heute, da der Mensch mehr denn je im Mittelpunkt steht. Heute, da wir aus Erfahrung klug geworden sind. Heute, da man seine Geschwindigkeit selbst bestimmt. Heute, da wir im Motorsport Geschichte geschrieben haben. Heute, da man Träume Wirklichkeit werden lässt, ist es an der Zeit, neue Herausforderungen anzunehmen. Der Audi A8 bringt eine neue sportliche Dimension in die automobile Luxusklasse. Das Fahrerauto unter den Luxuslimousinen geht mit technischen Innovationen und herausragenden Fahreigenschaften auf die Überholspur. Was ist neu in Sachen Technik und wie schlägt sich das sportliche Luxusleichtgewicht im Wettbewerbsvergleich? Das sehen Sie bei uns. Wir haben den neuen Audi A8 und seine direkten Mitbewerber getestet. Dynamische Fahreigenschaften in Verbindung mit höchstem Komfort. Mit dem neuen Audi A8 hält das Prinzip Sportlichkeit Einzug in die Luxusklasse. Leistung, Agilität und ein hervorragendes Handling. Qualitäten, die besonders von aktiven Fahrern geschätzt werden. Kompromisslose Spitzentechnologie sichert dem neuen A8 einen deutlichen Vorsprung vor seinen Wettbewerbern, dem BMW 7er und der Mercedes S-Klasse. Überlegene Leistungsdaten bei reduziertem Verbrauch. Mit dem neuen V8-Motor und kraftstoffsparender 5-Ventil-Technik geht der Audi A8 in die Offensive. Ein wichtiger Beitrag in puncto Fahrdynamik und Verbrauch: Leichtigkeit. Mit dem Audi Spaceframe verfügt der A8 über die leichteste Karosserie in der Luxusklasse. Das aktuelle BMW 7er Modell bringt es auf eine geringere Motorleistung. Zudem wird der Kraftstoff durch die eingesetzte 4-Ventil-Technik weit weniger effizient genutzt. Auch die Mercedes S-Klasse gibt sich wenig dynamisch. Der klassische 8-Zylinder steht eher für eine komfortbetonte Umsetzung der Motorleistung. Der permanente Allradantrieb Quattro verteilt die Motorkräfte automatisch optimal auf alle vier Räder. Sicherheit und Dynamik selbstverständlich für den neuen Audi A8, der auch bei der Antriebstechnik eindeutig die Nase vorn hat. Erstmals kommt beim Audi A8 das innovative 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic zum Einsatz. Mit der 6-Stufen-Regelung wird besser denn je die Kraft des Motors effektiv umgesetzt. Die im Getriebe integrierte Elektronik steigert deutlich die Schaltqualität. Und mit den neuen Schaltwippen am Lenkrad kommt absolutes Motorsportfeeling auf. 6-Gang-Automatik auch beim BMW 7er. Der Nachteil: durch das Zwei-Tasten-Prinzip wird der Schaltvorgang komplizierter. In Sachen Fahreigenschaften präsentiert sich der Wettbewerber aus München deutlich unsportlicher. Zurück fällt gegen beide Wettbewerber die S-Klasse. Das Flaggschiff von Mercedes-Benz verfügt lediglich über ein konventionelles 5-Gang-Automatikgetriebe. Der Gangwechsel ist unharmonisch, der Motor laut, Minuspunkte bei Dynamik und Schaltkomfort. Das Fahrwerk des neuen A8 ermöglicht mit der Audi Adaptive Air Suspension, einer Four-Corner-Luftfederung der neuesten Generation, die Fahrwerksabstimmung nach Wunsch. Die Fahrwerkscharakteristik wird über das MMI, den persönlichen Fahrstil oder besonderen Erfordernissen angepasst. Zur Wahl stehen 4 Regelmodi. Im Liftmodus kann je nach Bedarf das Fahrzeugniveau erhöht werden.
Komfort steht für entspanntes und komfortables Fahren. Im Automatikmodus wird je nach Geschwindigkeit das Fahrzeugniveau verändert. Und Dynamik steht für die sportliche Variante. Das Fahrwerk bietet in Verbindung mit der ASF-Konstruktion der dritten Generation ein rundum sicheres, komfortables und dynamisches Fahrvergnügen. Für den besonders sportlichen Fahrer gibt es die Audi Adaptive Air Suspension Sport. Das weltweit erste Sportfahrwerk, das auf einer Luftfederung basiert. Seine Überlegenheit stellt der Audi A8 in extremen Fahrsituationen unter Beweis. Spurwechsel mit 70 Kilometern pro Stunde. Souverän lässt sich der neue A8 von Spur zu Spur lenken. Das Fahrwerk bleibt ausgeglichen, das Fahrzeug jederzeit beherrschbar für den Fahrer. Nachteile in der Fahrwerkstechnik zeigen sich beim BMW 7er. In Serienausstattung ohne Dynamic Drive und der elektronischen Dämpfer-Control neigt der 7er zu deutlichen Wank- und Nickbewegungen. Das Fahrzeug lässt sich unter diesen Bedingungen kaum noch zuverlässig steuern. Die S-Klasse setzt mit Vorkorner-Luftfederung und automatischer Niveauregelung beim Fahrwerk eindeutig auf Komfort. Starkes Wanken und Nicken der Karosserie trüben die Freude am sportlichen Fahren. Und die Parameter des ESP sind beim Luxus-Mercedes nicht optimal abgestimmt. Neben dem untersteuernden Fahrzeug muss der Fahrer auch noch den Regeleingriff des ESP ausgleichen. Neue Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit. Das Audi Multimedia Interface, kurz MMI, hat eine durchgängige Bedienlogik und ist auch ohne Anleitung bereits nach kürzester Zeit verständlich. Der Vorteil von MMI liegt ganz klar in der Einfachheit der Bedienung. Konsequent getrennt in Sicht- und Griffbereich. Vier logische Schritte führen immer zum Ziel. Flache Menüstrukturen. Return-Schalter und wichtige Funktionen wie zum Beispiel die Klimaanlage können extern bedient werden. BMW bietet mit dem System iDrive ebenfalls ein neues Bedienkonzept. Was die Übersichtlichkeit betrifft, bleibt es jedoch eindeutig hinter MMI von Audi zurück. Bei Mercedes fehlt die integrierte Bedieneinheit in der Serienausführung vollständig. Schalter, Tasten und Bedienelemente sind schwer überschaubar und an verschiedenen Stellen im Cockpit angeordnet. Ein weiterer Pluspunkt des neuen Audi A8, das überarbeitete Bremssystem. Damit kommt er deutlich vor seinen Wettbewerbern, dem BMW 7er und der S-Klasse von Mercedes, zum Stehen. Der Vergleichstest aus 80 km pro Stunde auf Null zeigt, Fahrwerk und Bremssystem sichern dem neuen A8 Meter, die in einer Notsituation lebenswichtig sein können. Mit innovativer Technologie sichert sich der neue Audi A8 einen entscheidenden Vorsprung und ist damit die perfekte Wahl für aktive Fahrer, die gleichermaßen Wert auf Sportlichkeit, übersichtliches Handling und höchsten Komfort legen. Das Design macht den einzigartigen Charakter des neuen Audi A8 sichtbar. Sportlichkeit und Eleganz lernen sich kennen. Sowohl beim Exterieur als auch im Interieur gelten typische Audi-Grundsätze wie präziser Aufbau und eine klare Gliederung. Mit seiner markanten Keilform ist der neue Audi A8 auch optisch der Sportler in der Luxusklasse. Schönheit und Eleganz in Verbindung mit einem durchweg sportlichen Auftritt. Mit dieser Kombination setzt der Audi A8 neue Maßstäbe in der Luxusklasse. Präzision und Klarheit bestimmen den äußeren Eindruck. Große Flächen und der bewusste Verzicht auf störende Fugen und Kanten sorgen für eine klar gegliederte Optik. Ein selbstbewusstes, leichtes Design, das der Philosophie der Marke folgt.
Dieser externe Design ist eine Kombination von der Stärke von der aktuellen A8, kombiniert mit einem sportlichen Charakter. Diese Kombination macht in Verbindung mit Audi Tradition und Geschichte, dass das Auto muss ein Fahrerauto sein. So ganz wichtige Punkte: Sportlichkeit, Fahrerauto und die Eleganz und zeitlose Eleganz von der aktuellen Art in die neue Auto zu transportieren. Der Frontbereich zeigt unverkennbar das Audi-Markengesicht, der charakteristische Doppelgrill und markante Scheinwerfer in neuer Tubenoptik hinter Klarglas. Die flache Silhouette unterstreicht das sportliche Profil, verkürzte Überhänge und eine flache Front. Die Keilform und das kraftvoll konturierte Heck sorgen für Dynamik. Schon im Stand scheint der Audi A8 nach vorne zu drängen. Weitere sportliche Akzente setzen durchlackierte Schweller und die farblich integrierten Stoßfänger. Eine trapezförmige Heckpartie mit sichtbaren Auspuffendrohren und hoch angesetzten Heckleuchten unterstreicht zusätzlich den dynamischen Auftritt. Ein Interieur mit Sportwagen-Flair, das ebenso Wertigkeit und Anspruch wie Ergonomie und Entspannung vermittelt. Der neue A8, ein Fahrzeug für aktive Fahrer. Die Interieur ist sportlich, elegant, raffiniert. Ein Audi ist Liebe im Detail. Natürlich als Fahrerauto, wir versuchen, wie kompakt, wie schnell Informationen zu bringen, aber die wichtigste Information. Und als Designphilosophie, wie viel wie möglich informieren, aber in eine ganz einfache und ungestörte Bilder. Wir sehen als Beispiel, dass die MMI-Schirm ist integriert in das ganze Thema. Also es stört nicht die Ruhe und die Reduktion bleibt. Trotzdem, dass wir haben mehr Bedientelement und mehr Funktionen in diesem neuen Interieur. Übersichtlichkeit und Ergonomie am Fahrerplatz. Das Multifunktions-Lederlenkrad im Vier-Speichen-Design vor dem neu entwickelten Instrumenteneinsatz. Klassisch sportliche Rundinstrumente und die hohe Mittelkonsole. Typische Sportwagenattribute im Innenraum. Auch die zweiteiligen Dekoreinlagen setzen einen besonderen Akzent. Edle Materialien machen das Fahren auch optisch zum sinnlichen Erlebnis. Ein Audi A8 ist etwas ganz Besonderes und dem sollte auch bei der Fahrzeugübergabe Rechnung getragen werden. Denn die Kunden, gerade im Luxussegment, haben hohe Erwartungen. Diese gilt es nicht nur zu erfüllen, die Übergabe des neuen A8 sollte vielmehr zu einem nachhaltigen Erlebnis werden. Rund um die Auslieferung sollten daher ganz bestimmte Spielregeln eingehalten werden. Wie das im Idealfall aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Auslieferung eines Neuwagens. Hier bietet sich die Gelegenheit, dauerhafte Sympathie für die Marke Audi zu wecken und das Vertrauen in die Kompetenz des Herstellers und des Handels zu stärken. Schon bei der Terminvereinbarung am Telefon sollte der Verkäufer darauf hinweisen, dass der neue Audi A8 mit seinen vielen technischen Innovationen bei der Übergabe einen besonderen Zeitbedarf benötigt. Idealerweise sollten 2 Stunden für die Übergabe eingeplant werden. Wie wäre es nächste Woche Mittwoch gegen 18 Uhr? Im persönlichen Gespräch kann er schon vorab den individuellen Informationsbedarf und die Erwartungen seines Kunden ermitteln. Schließlich soll die Übergabe zu einem einmaligen Erlebnis werden. "24 Stunden vor der Auslieferung. Mit einem abschließenden Fahrzeugcheck wird nur noch einmal jedes Detail geprüft, um sicherzustellen, dass der neue A8 sauber und bereit zur Übergabe an den Kunden ist.
der große Tag. Persönlich wird der Kunde vom Verkäufer begrüßt. Nach einem ersten Blick auf den Neuwagen und der Erledigung aller notwendigen Formalitäten beginnt die Fahrzeugpräsentation. Jeder Kunde sollte wissen, an wen er sich im Falle eines Falles wenden kann. Der persönliche Kontakt zum Serviceberater schafft Vertrauen und von Anfang an das gute Gefühl, sein Fahrzeug immer in guten Händen zu wissen. Informationen zum Betreuungskonzept und den Serviceleistungen erhält der Kunde so aus erster Hand, direkt bei der Übergabe. Der Verkäufer agiert als Coach, ein Berater, der nicht nur alle notwendigen Informationen rund um das neue Fahrzeug vermittelt, sondern auch den Erlebnischarakter dieses Momentes fördert. Die ausführliche Erklärung aller Bedienelemente, der Bedienungsanleitung sowie der gewünschten Extras sind selbstverständlich. Schließlich soll der Kunde seinen Audi A8 schon am ersten Tag sicher und souverän fahren können. Nach der gründlichen Einweisung ist der Kunde in der Lage, auch alle technischen Besonderheiten problemlos zu bedienen. Über das Audi Multimedia Interface kann der zukünftige Fahrer schon jetzt erste Einstellungen vornehmen. Und alle wichtigen Informationen rund um den neuen A8 lassen sich einfach und logisch abrufen. Die Übergabe gerade eines Topmodells wie der A8 bietet die Chance, das positive Image der Marke zu stärken und eine dauerhafte und stabile Kundenbindung aufzubauen. Individuelle Ansprache sowie die Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Erwartungen spielen hier eine entscheidende Rolle. Auch nach der Auslieferung wird der persönliche Kontakt aufrechterhalten. Die Nachfrage, ob der Kunde mit Fahrzeug- und Händlerleistung zufrieden ist, gehört ebenfalls zum Service. Vielen Dank. Nein, alles läuft bestens. Wunderbar. Das war schon wieder von uns. Das VW Audi TV-Team verabschiedet sich für heute. Am 4. September zeigen wir Ihnen eine neue Ausgabe von Volkswagen Verkauf und Marketing. Bleibt mir nur noch, Ihnen viel Erfolg mit dem neuen Audi A8 zu wünschen. Tschüss und auf Wiedersehen.